Hallo, ich bin Yves Sandford, CEO der Comdivision-Gruppe und bei mir ist heute Reinhard Partmann. Servus Yves. Einer unserer Solution-Architekten. Wir wollen heute mal ein bisschen über das Thema VMware Cloud und AWS reden. Die Fragen, die immer wieder aufkommen von Kunden, sind natürlich speziell bei Cloud-Migrationen. Was muss ich da eigentlich tun? Vor allem, ich habe da ja eine ganz andere Plattform, als wenn ich das normalerweise selber betreibe. Was können wir darauf antworten? Die Antwort ist wirklich recht einfach. Also bei VMware Cloud on AWS haben wir eigentlich keine andere Plattform. Wir haben vSphere darunter, das ist unser Data Center Operating System, so wie es früher genannt wurde von der VMware. Heute heißt es eben vSphere. Sie verwenden dasselbe Produkt. Es ist in der Regel die neueste Version des Produkts. Es ist nicht Jahre alt und gut gereift, so wie bei vielen Kunden, sondern hier wird Wert darauf gelegt, immer eine aktuelle Version im Einsatz zu haben. Mhm. Also das ist ein bekanntes Tool für die Administratoren, die vSphere kennen. Wenn wir da jetzt eine gleiche Hardware-Plattform haben, was bedeutet das denn eigentlich für die virtuellen Maschinen? Sind die irgendwie anders? Ich habe davon gehört, wenn ich halt nativ auf Azure oder auf AWS umziehe, muss ich halt immer Konvertierungen machen, was natürlich auch teilweise von den Herstellern nicht supported ist, was ich heute für meine VMware-Umgebung klar habe. Wir müssen eigentlich nur die virtuelle Maschine hinbekommen, also irgendwie hintransportieren. Ob wir das jetzt über Snowball machen, das ist eine Hardware-Appliance, die wir uns zuschicken können von Amazon, oder eben über eine IP-Strecke, wie auch immer sich diese IP-Strecke darstellt, also eine ganz einfach gesprochen, wir haben eine Netzwerkverbindung. Juhu! Ja. Also es gibt ein paar Voraussetzungen, die müssen erfüllt sein. Wir brauchen Virtual Hardware Version 9, aber das kann man alles genauer nachlesen. Aber im Wesentlichen nimmt man die VM, transferiert sie in die Cloud und startet sie an. Wir können sie sogar mit HCX per vMotion verschieben. vMotion ist das Feature, wir kennen es eh alle, wir können eine virtuelle Maschine im Betrieb verschieben. Das bedeutet, ja, es dauert eine gewisse Zeit, abhängig von der Größe der virtuellen Maschine, aber sie wird live in die Cloud migriert, ohne Betriebsunterbrechung. Jetzt haben ja viele Kunden noch manchmal doch recht alte Umgebungen, das hast du ja vorher schon mal angesprochen. Wenn ich jetzt eine vSphere 5.5 oder 6 Umgebung habe, funktioniert das da auch oder muss ich jetzt erst alles auf vSphere 6.7 oder 7.0 hochbringen, damit ich migrieren kann? Mit HCX können wir migrieren. Es gibt Bulk Migration, es gibt verschiedene Varianten der Migration. Wir müssen nicht updaten, das ist vermutlich das, was alle Kunden hören wollen, sofern sie eine Mindestversion einsetzen. Jetzt wissen wir, Hardware-Plattform ist identisch, grundsätzlich das Thema VM-Migration ist identisch. Was machen wir denn mit meinen Netzwerken? Bisher haben wir physikalische Netzwerke, WLANs, teilweise physikalische Separierung. In der Cloud, wie muss ich mir das da vorstellen? Kriege ich da meinen eigenen Kabel oder wie funktioniert das dann da? Der Software-Stack von der VMware, der verwendet wird, fürs SDDC dort ist eben das Netzwerkvirtualisierungsprodukt NSXT mit einem leicht abgeänderten Interface, weil ja eben auch Teile des Systems von der VMware als auch von der Amazon verwaltet werden. Daher hat man nicht vollen Zugriff auf das Gesamtsystem, aber man definiert sich logische Netzwerke, virtuelle Netzwerke. Mit NSXT habe ich auch sehr weitreichende Sicherheitsfunktionen, die ich hier out of the box nutzen kann. Ich bekomme kein eigenes Amazon-Kabel, das kannst du bestellen. Aber die Netzwerkverbindungen, die du bekommst, sind zwar virtueller Natur, aber nichtsdestotrotz schnell. Danke erstmal. Wir haben wieder einiges daraus mitgenommen, denke ich. Wir können hier klar feststellen, wir haben eine Standard-Hardware, auf der wir aufsetzen können. Wir können unsere virtuellen Maschinen, so wie sie sind, mit hinübernehmen. Wir brauchen nichts aufwendig migriert. Das geht sogar auch bei älteren Plattformen. Und selbst im Netzwerkbereich brauchen wir eigentlich nichts umstellen. Wir haben nur den Vorteil einer modernen Plattform. Genau. Also im Netzwerkbereich ist es vielleicht sogar so, dass sie mehr Features dann dort zur Verfügung haben, als sie bereits auf ihrer aktuellen Plattform haben. Und wenn Sie NSXT vielleicht schon einsetzen, dann werden Sie auch hier wiederum sehr viele Parallelen wiederfinden. Also
Wunderbar. Vielen Dank. Gerne doch.